Moin mein Lieben, es ist Donnerstag. Ich habe schon die erste Tour wieder hinter mir, jetzt Wohnung leer machen. Eine Fahrt muss ich noch machen, weil ein paar Kartons aufgeweicht sind, Putzmittel ausgelaufen ist und alle meine Gläser und so weiter kann ich jetzt nicht transportieren und alles, was da so drin ist. Das heißt, gleich nochmal zurück, ansonsten hätte ich es alles mit einer Tour geschafft. Aber dann ist es ein bisschen schwindelig geworden, deshalb habe ich gesagt, jetzt mache ich nochmal 5 Minuten Pause, trinken Wasser. Ja. Unser lieber Hausmeister da oben gibt wieder alles. Er hat heute Morgen schon um 9:30 war der schon knatter, Leute. Und hat schon Party da oben gemacht. Stört mich aber nicht im geringsten. Ich bin eigentlich genauso. Tamam. Und er ist ein friedlicher. Also ein ganz ruhiger wirklich. Aber halt, DJ Gott, ihr wisst es. Habe ich euch ja schon mal gezeigt, das Video. Oder ganz am Anfang, als ich hier so war. So Leute, ich habe es geschafft. Wohnung ist leer. Alles sauber, alles picobello, alles tippitoppi. Und jetzt bin ich auch durch. Jetzt werde ich was essen. 5 Minuten die Beine hoch machen. Und dann wollen wir mal weiterschauen. Ja, oh, ey, ist alles voll. Ja, wie gesagt, das Schlimme ist, dass der Karton von meinen Gläsern und alles durchgeweicht ist, weil da Putzmittel ausgelaufen waren. Ja, aber du brauchst dir die Hand raushalten, sehe ich schon. Ja, das ist das Problem, dass ich jetzt mir jetzt noch so ein, ihr seht diesen Handwagen da hinten, da irgendwo. Und da habe ich jetzt die ganzen Gläser drin. Ich hoffe, dass die halten bis zu Hause. Und das war jetzt erstmal die schnellste Lösung. So ein Wagen kostet je nach Ausführung 75 Lira, also 7,50 Euro, 8 Euro, oder 7,60 Euro oder keine Ahnung, 75 Lira. Kann man immer mal gebrauchen. Also ich habe ja 2 davon und die haben mir jetzt beim Umzug wirklich gut geholfen, wirklich super. Diese kleinen Dinger sind echt praktisch. Sollte ich gucken, dass ich mal eine Kleinigkeit zu essen hole. Und dann Beine hoch für ein paar Minuten. So, fertig. Was gönnt man sich nach dem Umzug? Was zu essen, genau. Ich habe jetzt ein kleines, leckeres Mittagessen. Es geht los. Ich habe mir ein Leber-Shish bestellt. Ich esse gerne Leber und Schnitzel und eigentlich alles hier. Wo bin ich? Antep. Ist ja nicht weit weg von mir. Ach, Leute. So, sieht das jetzt aus. Kostet 44 Tele, also 4,40 Euro. Egal. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und die Leber ist noch so ein bisschen tranig, so wie ich sie mag. Sollte aber reichen, um bis heute Abend satt zu bleiben. So, langsam bricht der Abend an. Ich schmeiße hier gerade meinen Schlüssel weg, das wäre dumm. Ja, Alanya Ober. Kale. Keiler Hotel. Ah, da kann man es, genau, da kann man es sehen. Richtig, Keiler Hotel. Und wir machen uns heute einen schönen Abend. Beach Nummer 16 hat hier so einen Grillabend. Ist zwar jetzt ein bisschen teurer mal, 115 Tele, glaube ich. Jeder kriegt Fleisch, Salatbar. Aber verdammt schön. Ja, man merkt, die Touristen werden weniger, sind zwar noch da, aber sie werden weniger. Tamam, aber nichtsdestotrotz, ich habe meinen Umzug geschafft. Und alles ist gut. Was ist das? Ich dachte gerade Danilo. Ist aber nicht. Ja. Leute, ich brauche neue Klamotten. Wo finde ich hier Klamotten in meiner Größe? So langsam gehen mir die Sachen aus. Ich muss unbedingt nächste Woche gucken, wenn alles komplett durch ist, wenn ich mit allem durch bin. Ja. Dass ich mal hier so ein paar T-Shirts in meiner Größe finde. Ihr wisst,
die meisten hier so XXL, das ist nur noch M oder keine Ahnung was. Entweder werden die Kleidung immer kleiner oder wir Menschen werden immer größer. Ich habe nichts, bisschen Ahnung. Tamam. Ah, ich zeige euch nochmal hier. Also ist wirklich schön. Auch der Abend ist wirklich herrlich. Da hinten sind die ganzen Hotels. Ach, die liegt hier gleich auf richtig, die liegt richtig auf Höhe. Guckt mal, ein bisschen zu grimmig. Ja, sieht man die Vögels? Sieht man sie? Da sind sie. Tamam. So, es gibt Ente. Oh, was ist das? Das sieht aus wie Mayonnaise. Ja, oder Eiweiß oder sowas. Keine Ahnung. Was war denn? Ist zu essen oder nicht? Hol mir was zu essen. Tamam. Das sieht so aus wie getrocknete Tomaten und sowas. Da hinten sind noch Kartoffeln und Malone und. Naja. So, jetzt ist es dunkel und im Dunkeln lässt sich gut munkeln. Oder muss hier? Was ist denn? Ja. Tamam. Alles gut. Da hinten leuchtet es auch noch. Ja, ich mache Video. Alles für YouTube. Tamam, ja, wie gesagt, also Leute, das sind 115 Tele. Ist ein bisschen. Aber man kann sich ja von der Salatbar immer wieder was holen. Ach, ist das nicht schön, Leute. Leute, hier gehen die Post ab, hier tanzen die Leute auf den Tischen. Oh ja. And it was it but it's slowly out of bodies is trying. Oh, I don't know why she's leaving. Oh, why she's gonna go. Oh, I guess she's got a reason about it. Just was sagt ihr dazu? Ja. Elvis! Who the fuck is Elvis? Da hinten ist eine Disco, Leute. Ich muss da hingehen, glaube ich. Gleich. Ihr sitzt da blinken. Ich will da hin. Hast du mal hier gesehen? Jawohl. Wer sind denn die Eiche? Ah, merhaba. Tamam. Ja. Tosun, Tosun, Tosun. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ja, lass wackeln. Enişte, Schwager? Jetzt wird besser. Das kannst du wenigstens. Musst du sehen, wie
çekilin o yanda, çekilin o yanda. Sing lieber, steht dir besser. Michel, was los? Angst oder was? Los, geh! Bauchtanz machen? Ja, komm, wir beide, komm! Stell mal Flasche Wodka hin, eine halbe Stunde mache ich das. Dann bucht die keiner mehr, dann wollen sie nur noch mich haben. Schade, dass ich heute nichts trinken kann, Leute.